euch, Alpinfreunde. Wir sind heute am Weg zum Glamkogel. Das, was ist für euch, das seht ihr nach dem Intro. Und jetzt kommt ihr mit uns auf den Glamkogel. Unsere Tour startet auf einem kleinen Parkplatz beim Ortsschild Trattning in Truffeiach. Unmarkiert geht's steil hoch zur Spitzmauer. Ab dort geht's flach weiter via Gedenkkreuz und Herzkugel zum Glamkogel. Der Abstieg erfolgt über die Aufstiegsroute. Gute 10 Minuten sind wir unterwegs, da durch diese Ortschaft Trattning, meine ich, heißt das. Wir kommen auf eine Kreuzung her. Da bin ich hier. Links ab der Vorstraße entlang. Ja, nach ein paar Minuten geht's dann wieder auf eine Kreuzung zu. Okay, jetzt bin ich rein vorbei. Wir müssen das Wegel da raufgehen. Das ist jetzt steil aufgegangen, gell? Ja. Es dürfte ein wenig abgeschneider gewesen sein. Aber jetzt schaut es aus, wenn es ein wenig flacher weitergeht. Auch nach rechts, bitteschön. Das war leider ein Irrtum. Nach ein paar Minuten flacherem Wandern ist der Steig wieder gewohnt steil geworden. Aber nicht flach geworden, oder? Nein. Du bist der Schwanere. Bein hat ins Gesicht gelangt. Aber nicht aufgeschaut. Nur Drecksleiden. Drecksleiden? Ja. So, jetzt gehen wir auf der Straße da. Ja, stimmt. Gerade drüber. Auf wieder über die Leiden. Musik.
Kugel. Der zeigt uns momentan diesen da. Da. Geh schon, steh auf, du. We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. And we danced glass walls, your pride, my faults. Nein, nicht mehr wieder, wird mal. Herr Fabi, ist dieser Gamsfleck? Das ist. Oder irgendwas? Das ist der. Fliegerplatz. Nein, weißt du, was das ist? Ja? Das ist der Gamsschießfelsen. Der Gamsschießfelsen. I got down on my knees at the edge by the sea. Promised you love ain't just a thing made of a broken. And we climbed just to fall, and we gave it all. 'Cause I am nothing but wrecking ball. And we drive right into the sun. And someone was round. Bissl was über Stunden sind wir unterwegs. Wir kommen da heute auf eine Abzweigung. Der Weg geht geradeaus weiter. Aber man sieht, kurz vor dem Kamm sind wir da. Aber da zeigt rechts ein Steigerl an. Und ich glaube, was ich auf der Karte gesehen habe, geht der Weg dann auch wieder zurück zum Originalweg. Und ich glaube, dass wir da hinten vielleicht ein bisschen ein schönes Aussichtsfleckel haben. Und deswegen schauen wir sie das an. Gell, Gamsbini? Ja. Ja, klar, oder? Heilig. Ja, ja, wenn man genau schaut, da haben wir es jetzt, die Kreuz. Ja, den Kamm müssen wir dann fliegen. Aber jetzt schauen wir mal zum Kreuz um. Ja, Stunde und 10 Minuten circa haben wir gebraucht. Jetzt sind wir am Herzkugel angekommen. Ja, wie gesagt, unser Weg geht wieder zurück weiter den Kamm entlang zum nächsten Gipfel. Ist nicht mehr gar so steil, es ist relativ flach,
zum Umgehen und laut Karten, wenn ich mir da die Höhenlinie anschaue, wird das bis zum Gleimkugel in der Kategorie bleiben. Aber schöne Wanderung da oben. Gell? Schöne Wanderung, sag ich. Ja, aber steil. Jetzt nicht mehr. Ja, schau mal. That I couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here. So, hier oben auf den Grat geht der normale Weg links weiter. Wir biegen aber jedoch rechts ab und machen einen Abstecher zu der Füßwand zurück. Da haben wir nämlich hier unten auch ein Kreuz gesehen. So, wir sind wieder am Originalweg. Ne? Wir sind wieder am Weg Richtung Gleimkugel. Weil? Aber der Absticher soll sich auf jeden Fall aus, oder? Ja. Schon wieder ein Kreuz. Unterwegs sind wir 1 Stunde 35. Na ja, schauen wir uns, wie schnell das Kreuz tun. Wenn wir schon da sind. Ja, Kerl. Ich denke, das ist die Spitze. Ja, das Spitzmäuerl. Hey, was ist nicht? Schau mal. Der Garten ist da nichts drin. Das ist Spitz. Schau mal da links. Gipfel in Sicht! Gipfel!
Eine Stunde und 50 Minuten haben wir gebraucht. Jetzt sind wir da herum auf dem Klammkugel. Yes! Und es gibt endlich ein Bier. Juhu! Kurzer Rast, da oben am Gipfel des Klammkugels, geht's für uns denselben Weg wieder zurück, wo wir aufgekommen sind. Man könnte da zwar einen Rundweg machen, aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund, warum ich den machen soll. Es ist weiter, du machst keinen weiteren Gipfel mit. Also, für mich kein Grund, dass ich da jetzt den Rundweg gehe, der was weiter ist. Wir gehen denselben Weg wieder zurück. Ich finde, das war wieder eine recht liebe Geschichte. Würde mich freuen, wenn wir sie beim nächsten Bergvideo wiedersehen. In diesem Sinne, pfiat euch! Pfiat euch!